Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Watch Dogs. Und irgendwie kommt Watch Dogs immer bei mir sehr, sehr, ja. Alter, und irgendwie kommt Watch Dogs bei mir sehr, 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 ja, unregelmäßig. Ich wollte eigentlich heute Morgen schon um 10 aufnehmen, heute, aber ich werde hier aus drei Richtungen gemobbt. Links gegen, also schräg gegenüber wird mit der Flex gearbeitet, wir machen mal die Mission weiter. Genau gegenüber wird mit einem Bohrhammer und irgendwas gearbeitet und dann wird bei mir noch, direkt auf dem Hof, wird bei mir noch Rasen gemäht. Also, es ist jetzt mittlerweile... Ups. Es ist jetzt mittlerweile 3:30 oder so, also... Es ist ein bisschen zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Egal. Wir machen mal die Home Sweet Home Mission. Warum ist denn das gerade so laut? Fertig. Ich schau mal, dass ich die Folge heute noch, also am Dienstag noch online kriege. Notfalls nehme ich jetzt nur eine Folge auf. Dann bearbeite ich die schnell und lade die hoch. Das Hochladen dauert ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr so lange. Internet for the win. Au. Nein, geht schon. Ich fahre immer so. Und bumm. So. Ich weiß auch gar nicht mehr, irgendwas haben wir mit dem Roboter das letzte Mal gemacht. Wir haben die geklaut, das weiß ich noch. Kann's losgehen? Ja, Sir. Übrigens, nette Lackierung für den Kleinen. Ja. Ja. Einfach nur, ja. Ich glaube, wir haben uns bald einen Urlaub verdient. Bist du dabei? Ich wollte schon immer mit Delfinen schwimmen. Nein. Stachelrochen wären cool. Oh, vergiss es. Die Biester haben den Crocodile Hunter gekillt. Die sind hinterhältig. Veto. Okay, du hast nur ein Veto. Also Delfine. Ach komm, Marcus. Die sind auch hinterhältig. Echt? Warum? Ich habe so eine Doku gesehen. Ein Freizeitpark stellt nach... Oh, Entschuldigung. Gut, dass ich das nicht mache. Oh nein, jetzt rufen die Bullen. Ich habe so eine Doku gesehen. Ein Freizeitpark stellt nachts Delfinkameras auf, weil ständig Leute ermordet werden. Und tatsächlich haben sie am nächsten Morgen ein 1A-Snuff-Video mit Delfinen. Klingt mehr nach Killerwahl. Nein. Delfine, Mann. Flipper, Flossen, Blaslöcher. Nein, Bullen suchen mich. Wie läuft's denn bei euch, Jungs? Stachelrochen und Killerwale sind raus. Aber Delfine stehen noch zur Auswahl. Oh nein, tun sie nicht, jo. Gute Wahl mit den Rochen. Die haben den Crocodile Hunter gekillt. Jo, ich bin gerade total verwirrt. Worüber reden wir überhaupt? Wir koordinieren die Winkelanpassung, die nötig ist, um Daten über Richtfunkanlagen zu übertragen. Braucht ihr dabei Hilfe? Nein, passt. Weil ich den scheiß fucking Fußgänger getötet habe. Kann man die Bullen sich eigentlich auch vom Leib schaffen, indem man einfach die Autos immer hackt. Der Verdächtige kann nicht weit sein. Treiben wir ihn raus. Ich habe nur so die lahmste Möhre. Keine Spur vom Verdächtigen. Wir suchen weiter. Vom Herrn. Na komm. Darf dich weg sein. Ist ganz gut, dass man das rausgefunden hat, dass ich die Polizeifahrzeuge dann einfach hacken kann. Was soll? Wow.
ich so eine dumme Piep umgefahren habe. Ja. Hey, du lässt mich hier. Ich will einfach hier bleiben. Ich reagiere allergisch auf enge Räume und Uniformen. Okay, wir müssen da rein. So, guck mal. Security. Security. Scheiße. Mal gerade was testen. Okay, ich kann das begrenzt ausschalten. Gut zu wissen. Ich habe es mit 4 Gegner zu tun. Einer ist drin. Gehen Sie bitte weiter. Der Bereich ist Sperrgebiet. Ich bin doch gar nicht in deinem doofen Bereich, ey. Du mal weiter. Nächstes Mal bitte aufpassen. Eigentlich bist du ganz nett. Ich muss dich aber trotzdem putt machen. Alle Mann, alle auf. Wir haben Leitstelle, es gibt ein mögliches Ziel in Ihrem Gebiet. Leitstelle, es ist Netzwerk. Schicken Sie mir Wagen. Scheiße. Wie kann ich denn? Da kann ich. Eigentlich nicht. Doch, tot. Ich muss mich gerade. Es ist so scheiße, wenn man. Ich glaube, ich habe vor einer Woche das letzte Mal gespielt oder so. Das ist so kacke, wenn man eine ganze Zeit lang nicht mehr spielt. Man muss so mit der Steuerung sich hier wieder anfreunden. Bei den anderen Spielen geht's relativ gut. Moment, was ist das? Wie konnte man sich denn hinhocken? Weiß so schon mal nicht. Alarm wegen eines möglichen Ziels in Ihrer Nähe. Over. Haben die Netzwerk gesichtet. Benötigen Waffenleiter. Wirklich in einem Leichensacker. Keine Ahnung, was du gesagt hast gerade. Der nicht zugehört. Da drüben. Nein. Vorrücken. Da kommt einer. Sergeant, Hacker gesichtet. Benötige weitere Agents. Los, runter! Hast du nicht? Deiner Mutter bin ich. Oh, Nervensäge. Geh
Also als Shooter funktioniert das Spiel sehr gut. Alter Petzer. Also als Shooter funktioniert das Spiel sehr geil, also sehr gut. Gefällt mir richtig gut. Nur, dass man es eigentlich nicht als Shooter spielen soll. Ja, aber das Spiel gibt einem ja alles vor. Man kann es ja so spielen oder so spielen. Klar kann ich es auch hacken, klar kann ich es auch... Ich muss ja echt mal angewöhnen mit dem Reinschleichen, ey. Irgendwo müssen ja diese, ich glaube da unten, irgendwo müssen die Daten für die Tür sein. Das ist auch was anderes. Na, geh hoch. Oh, doch nicht. Eben nicht. Beginne Neustart in 3, 2, 1. Sind drin. Klasse. Jetzt musst du nur noch zur Spitze des Turms klettern und die Schüssel auf WKZ ausrichten. Sag das nochmal. Das war nur ein Witz. Der Aufzug ist schon auf dem Weg nach unten. Danke, Josh. Ah, okay. Die Angstterminal ist aber da oben. Wie kommt man denn da hoch? Ich glaube, da kommt man da hoch. Okay. Basis an Leitstelle. Achtung! Mögliche Ziele in ihrer Nähe. Habe ich wohl mal einmal zu viel Alarm ausgelöst? Denn. Ah nein. Oh Gott. Doch nicht mehr die Schicke. Das macht man doch nicht. Alter! Was für eine... Jetzt versuchen wir das natürlich mal alles mal ein bisschen. Ich verarsche mich doch hier alle.
das. Das geht da schon hin. Hey, was ist das? Das geht da schon hin. Geh da hin! Was zur Hölle? Es gibt keine Zufälle. Dann mal los! Bestätige Ziel! Doch, muss es. Komm her. Ist natürlich doof, dass der Techniker da jetzt hingewatschelt ist, Idiot. Bin total entspannt. Junge, wenn ich noch entspannter wäre, werde ich schlafen. Nein, wenn ich hier gerade hacke. Alles so zum Kotzen, das Spiel. Leitstelle, bitte achten Sie darauf, dass sich in Ihrer Nähe ein oder mehrere mögliche Ziele befinden. Bitte legen Sie die Waffe weg. Das ist so zum Kotzen, dass er genau dann reinkommt, wenn ich hacke. Ausschwärmen! Beginne Neustart in 3, 2, 1. Sind drin. Klasse, jetzt musst du nur noch zur Spitze des Turms klettern und die Schüssel auf WKZ ausrichten. Sag das nochmal. Das war nur ein Witz. Der Aufzug ist schon auf dem Weg nach unten. Danke, Josh. Dürften eigentlich alle gewesen sein. Oh ne! Was wird mit denn? Ah, Vorsicht! Ich sehe nach. Wieso werden die mir nicht als. Was ist denn? Ah. Nice. Was habt ihr jetzt davon, weil ihr mir auf den Sack gegangen seid? Hätte er mich einfach mal machen lassen, dann würde er heute Abend nach Hause kommen.
Wie komme ich jetzt da hoch? Gelange auf die Spitze. Ach, da unten, okay. Das hätte wehtun können. Das hätte wehtun können. Boah, das, wo ich mal so Höhenangst habe, ey. Du bist schon mal aus einem Flugzeug gesprungen, oder? Tja, Mann, ich habe eins abstürzen lassen. Warst du schon mal Bergsteigen? Na klar. Und beim Stieren? Oh, scheiße, nein. Ja, genau. Was ist dein verdammtes Problem mit Tieren? Mann, scheiß auf Tiere. Wir sind im Krieg mit den Viechern. Die entwickeln sich und wollen uns in der Nahrungskette ersetzen. Je weniger die über uns wissen, desto besser. Halt, sogar Welpen? Vor allem die verdammten Welpen. Die haben die Gesellschaft infiltriert. Die lernen, was wir sind. Shit. Ja, wir holen dir einen Welpen. Hey, mach mich nicht zu einem Kerl, der Welpen tritt, Marcus. So einer will ich nicht sein. Hier wird langsam ein bisschen trickier. Ja, das wird langsam echt ein bisschen tricky hier. Hey. Wie soll das denn gehen? Hier sind ja alle, die nach oben gehen, sind ja hier blau. So, mehr geht ja nicht nach oben. Eieieiei. Ich bin zu dumm für sowas, hab ich das schon mal gesagt? Aber letztendlich haben wir es doch hingekriegt. Das richtet den Sender auf WKZ aus. Missionsziel erfüllt, ne? Das war ja einfach. Jetzt müsste es klappen. Nur noch die Feineinstellungen und so. Sieht gut aus. Josh und ich sind unterwegs. Oh, bring dir mit. Und, haben wir es geschafft? Hey, schicke Aussicht. Ja, schon gesehen. Flieg, Lightfoot. Und jetzt werden wir Zeugen einer schönen Blamage. Ist das auch richtig konfiguriert? Alter, ich quatsch dir auch nicht in deinen Kodierscheiß rein, oder? Leute, seid still. Ich hab's. Hier mit dem CEO von Home, der eine Überraschung. Oh, er hat eine Überraschung für Sie, okay. Ich hab unser neuestes Gerät dabei und präsentiere voller Stolz Home
2.0. Fuck ja! Mit einem einfachen Tastendruck können Sie... Das ist das JetSet-Logo. Shit. Oh, tut mir leid. Möchten Sie mein Gott! Klasse! Ausschalten! Das reicht. Das war's. Okay? Titzig! Bürger des digitalen Zeitalters, willkommen. Home dachte, sie könnten euch täuschen. Sie verkaufen euch ein fortschrittliches Smart-Home-System, versprechen Privatsphäre, Sicherheit und mehr Komfort. Home verkauft eure Gewohnheiten, denn tatsächlich zahlt ihr eine monatliche Gebühr für das Privileg, an den Meistbietenden verkauft zu werden. Es ist Zeit aufzuwachen. Fordert eure Persönlichkeitsrechte zurück. Wenn ihr die Informationen nicht kontrolliert, wird es ein anderer tun. Ihr könnt die Unternehmen bitten, euch gut zu behandeln. Oder ihr nehmt die Sache einfach selbst in die Hand. Der Zeck hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Eine Demütigung! Steven! Das war ein Tiefschlag, mein Freund. Kann passieren. Du passiertes Arschloch, du hast gesagt! Nicht dein klügster Zug, Steven. In letzter Zeit hast du so einiges richtig verkackt. Setz dich. Mann, ich gab dir die Mittel, um... Du weißt schon, mit all diesen Daten aktiv zu werden. Und du hast es total versaut, und zwar im Fernsehen, Mann. Vermutlich macht gerade irgendwer ein Autotuning mit deinem Interview. Finger weg von DedSec. Die sind meine Baustelle. Du musst dir nur überlegen, wie du meinen Anwälten erklärst, dass du mich angegriffen hast. Wird's denn gehen? Wird's denn gehen? Sag ja. Ja. Na bitte. Ich hol dir mal ein Glas Wasser. Der Typ scheint gar nicht so ungefährlich zu sein. Mission abgeschlossen. Tschüss. Follower gewonnen. Und kriege ich ein Update? Jawohl. Plus 8 Forschungspunkte. Wir haben einiges an Forschungspunkten. Kommt noch mehr? Ne. Wir haben einiges an Forschungspunkten mittlerweile, gell? 18 Forschungspunkte verfügbar. Wir haben noch 14, haben wir noch. Guck mal, hier haben wir noch gar nichts gemacht. Elektroschockgerät. Komm hier, nehmen wir mal mit. Wir haben es doch. Profibastelein. Okay, was haben wir hier nochmal? Automatisches Lüstung, okay. Roboter-Expert. Ich habe keine Ahnung, okay. Lege die gesamte Infrastruktur, okay. Wie viel haben wir noch? 2 haben wir noch. Da wird man es nicht langsam mehr anwenden können. Ah, scheiße, das hätte man machen sollen. Fernsteuerung, Nahscan, Reizen. Gut, meine Lieben, wir machen aber mal Feierabends. Auto auf Abbruch, wir haben ein neues Auto. Ach, das Elektrocard. Liebe Leute, wir machen aber tatsächlich jetzt mal Feierabends. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, tut mir leid, dass die Folgen immer so unregelmäßig kommen. Ich habe heute echt versucht aufzunehmen, aber es hat einfach nicht geklappt. Ich werde jetzt gleich noch mal ein paar Folgen aufnehmen, die werde ich aber vorher bearbeiten. Markus, du musst sofort hierher zurückkommen. Ja. Was ist denn los? Nichts Gutes, mach schnell. Gut, das wird mal eine neue Spiegelklasse. Ja, wie gesagt, das werden wir in der nächsten Folge machen. Hey Markus, ein Follower hat eine Mail eines Home-Managers kassiert. Heißer Shit, mein Freund.
Hör auf, meine Mails zu ignorieren. Du warst doch mit ihr da. Du hast gehört, was Cole gesagt hat. Er hat im Grunde zugegeben, dass er auf Kinder steht. Ist mir egal, wer seine Freunde bei Holmes sind. Wir müssen zur Polizei gehen. Okay. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge. Vielen Dank, bis dann. Ciao. Noodle schlägt wieder zu. Der Suchmaschinengigant kündigte den Aufkauf eines weiteren Startup-Unternehmens an. Diesmal ist es InstaWheels. Noodle kaufte das Carsharing-Startup für 750 Millionen Dollar. Die Zukunft des Startups war bereits von Driver San Francisco bedroht. Aber laut Technik-Insidern wird der InstaWheels-Mitfahrdienst durch die Noodle-Such- und Kartenfunktion bald zum Marktführer werden. Das Ganze gilt als Schuss vor dem Bug für Noodle-Konkurrenten wie Invite, die sich ebenfalls sehr für Startup-Unternehmen interessieren.